Ja, und somit ein herzliches Hallo wieder zu Mafia 2 und wir haben Dereks Altersvorsorge gefunden. Wir brauchen aber noch ein bisschen was auf 27,5, das müssen wir uns noch verdienen. Da werde ich jetzt noch schnell entweder ein Auto da zu Bruno bringen oder zwei, drei Läden überfallen. Wir kommen jetzt allein klar. Und die Bullen? Ja, die könnten ein Problem werden. Aber jeder, der dabei war, wird schwören, es war Notwehr. Du warst nie hier. Danke. Viel Glück. Jesus, Maria und Josef. Genau, so schaut es nämlich aus. Kurzes Cut und dann geht es mit der Story gleich weiter, weil ich glaube jetzt, wenn wir da ein bisschen herumfahren und Ding, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so extrem interessant. Einen kurzen Donut. Also Leute, ja, in einer Sekunde bin ich wieder da. So, da sind wir nun wieder und wir sollen uns mit Joe treffen. Jetzt gehen wir rein. Ich habe das ein bisschen jetzt verdient, die ganze Sache. Jetzt haben wir die Kohle beisammen. So, Zeit läuft. Könnte der vorletzte Part sein, theoretisch. Aber mehr wie drei, glaube ich, gibt es sicher nicht. Aber schauen wir mal zu Joe. Joe war nicht zu Hause. Erst dachte ich, er würde sich nur verspäten. Also ging ich noch was essen. Zwei Stunden später war Joe immer noch nicht da. Es wurde langsam dunkel und ich fing an, mir Sorgen zu machen. Ich beschloss, ihn zu suchen. Sechs Stunden später. Vielleicht ist Joe bei Eddie im Falcon. Jo, weiter geht's. Das Spiel abgestürzt draußen. Jetzt startet auch mal von hier. Falls man den Schnitt gemerkt hat. Da draußen bei der Garage ist mir das Spiel abgeschmiert. Den habe ich noch immer nicht getuned. Jeep ist zwar geil, aber wir wollen doch etwas Geiles hier und dann nehmen wir den Hot Rod. Falls wir ein bisschen flüchten müssen, dass wir da auch ein bisschen PS haben und alles. Ich liebe Hot Rod. Mittlerweile hat man auch schon ein bisschen ein Gefühl fürs Autofahren. Und da sehen wir auch schon. Jetzt wird ein bisschen Story geben, vermute ich mal. Ja, dadurch ich da jetzt ein bisschen herumgefahren bin und da das Geld gesammelt habe. Ja, schauen wir mal. Wie weit wir kommen jetzt. Sonst machen wir halt noch statt zwei noch drei Parts unter Umständen. Vito, gut, dass du hier bist. Du hast gehört, was passiert ist? Nein, was ist los? Henry ist tot. Was? Die scheiß Chinesen haben ihn am helllichten Tag in Stücke gehackt. Wieso? Und du bist also völlig ahnungslos. Henry wollte mich an einem Geschäft beteiligen, aber ich wollte nicht. Was ist passiert? Nun, Henry ist, naja, war dumm. Er machte Drogengeschäfte mit den Tonks. Er wusste, dass das nicht okay ist und wurde erwischt. Carlo gab ihm einen kleinen Denkzettel und sagte, damit wäre es erledigt. Aber die Schlitzaugen haben Henry gelinkt und ihm mitten im Park die Lichter ausgeblasen. Scheiße. Man sollte keine Geschäfte mit Reisfressern machen. Das ist noch nicht alles. Das war kein Alleingang von Henry. Gestern haben irgendwelche Typen einen Haufen Schlitzaugen in Chinatown massakriert. Die denken jetzt, wir oder Vinci stecken dahinter.
Vinci wird bereits von ihnen bedroht. Wenn das nicht schleunigst geklärt wird, stecken wir voll in der Scheiße. Bist du sicher, dass du nichts darüber weißt? Überhaupt nichts, ich schwör's dir. Ja? Was ist mit Joe? Wir waren die letzten Tage dauernd zusammen. Dann habt ihr ja Glück. Carlo ist gerade nicht in der Stadt, aber wenn er zurückkommt, wird's wohl unangenehm. Kein Wunder. Ich hoffe, du verarschst mich nicht, Vito. Ich versuch's mal bei Giuseppe. Der kriegt so einiges mit. Na gut, auf zu... Oh, Giuseppe. Na, ob das rauskommt, bin ich schon gespannt. Hier ein Truck, auch geil, aber ja, was soll's. Keine Zeit leider jetzt. Ja, so aufregend ist ja auch nicht. Man kennt sie auch vom GTA und so und überhaupt, also. Ja, leck mich doch am Arsch. Meine Güte. Ja, ihr mich auch alle. Mal bremsen die ab, aber diesmal hat er nicht abgebremst. Wo ist er? Da drüben? Da, genau. Das ist ja mein schöner Hot Rod, ein bisschen angeschlagen. Macht nichts, können wir da wieder reparieren. Wo ist der da oben? Ah, genau, da war das. Hey Giuseppe, ich suche Joe Barbaro. War er hier? Hallo Vito, ja, Joe war vorhin da. Also, ich suche ihn schon den ganzen Tag. Wo ist er hin? Hat er nicht gesagt, aber das konnte er auch nicht wissen. Wie bitte? Naja, er war auf der Suche nach Arbeit, aber bevor wir unser Gespräch beenden konnten, haben ihn ein paar Männer mitgenommen. Was? Wer? Vincis Männer. Sie haben gesagt, Mr. Vinci will mit ihm reden. Wo sind die hingefahren? Weiß ich nicht. Vielleicht in ihre Bar, das Mona Lisa. Scheiße. Stimmt was er nicht? Naja, sagen wir mal so, wir stehen momentan nicht gerade auf bestem Fuß mit Mr. Vinci. Ja, Joe sah nicht glücklich aus. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich muss rausfinden, was da los ist. Hoffentlich nichts Schlimmes. Viel Glück, Vito. Ja, danke, Giuseppe. Pass auf dich auf. Mach ich. Jo. Und jetzt fahren wir nochmal zum Schluss die ganze Stadt ab, oder wie? Weil es so lustig ist. Ja, der Tank ist mir auch nie ausgegangen. Gut, ich habe auch immer jedes Mal ein anderes Auto gehabt, dass man das Thema vom Anfang noch einmal... abschließen das Thema. Ja, reparieren müssen wir es nicht, dann fahren wir gleich wieder irgendwo an. Dann ärgert es einen nun umso mehr. So kaputt sind wir eh noch nicht. Achso, so ein Polizei hat aber jetzt auch noch nicht gestohlen, genau. Was war das gerade da hinten? Wie geil. Weiß ich was, oder hat das nur so ausgeschaut, das kenne ich da noch nicht. Was für eine Limo. Ja, ja. So, ah, da sind wir schon, ne, immerhin. Grüß euch. Keine Bewegung, wenn du am Leben bleiben willst. Tag, Leute. Unglaublich, der Kerl traut sich was. Hocherfreut. Flossen schön ruhig halten. Hey, tu, was der freundliche Barmann sagt und lass den Scheiß, Vito. Also. Dann leg erstmal schön langsam deine Knarren auf den Boden. Und keine Fisimatenten. Der gute Barmann hat den nervösesten Zeigefinger weit und breit. Bin unbewaffnet. Okay, und was führt dich hierher, Vito? Der Barmann ist aber nicht schön gezeichnet im Gesicht. Ich suche Joe Barbaro. Eure Leute sollen ihn mitgenommen haben. Schon möglich. Was soll der Blödsinn? Joe und ich haben euch nichts getan. Mr. Vinci ist da wohl anderer Meinung.
Und deshalb hat er die ein oder andere Frage. Und Joe beantwortet sie ihm gerade. Und wo du schon mal da bist, kannst du ihm Gesellschaft leisten. Und wenn ich nicht scharf drauf bin? Dann muss ich eben nachhelfen. Außerdem, die Aussicht da oben ist toll. Na super. Scheiße! Was geht hier vor, Joe? Die Arschlöcher sind nur kurz pissen. Toll. Aber kannst du mir erklären, was die Scheiße hier soll? Vinci, der alte Fuchs, kapiert nicht, was vor seiner Nase abläuft. Und meint, ich könnte es ihm erklären. Idiot. Ah, das glückliche Paar traut vereint. Willkommen, Vito. Was ist hier los? Warum tun sie uns das an? Warum? Warum? Erst die Kacke mit Leo. Dann bricht in der Stadt die verdammte Hölle los. Die Schwitzaugen laufen Amok. Alle fallen wie die Irren übereinander her. Und jetzt kündigen diese gelben Ärsche an, mich umzubringen. Es geht runter und drüber, verflucht. Ich bin zu alt für diesen Mist. Also erzählt ihr mir jetzt, was für eine Scheiße hier abgeht. Na los, ich bin ganz Ohr. Mr. Vinci, ich weiß es beim besten Willen nicht. Glauben Sie mir. Joe und ich haben nichts damit zu tun. Genau das wollte ich nicht hören. Tja, das ist Ihr Problem. Denn wir sind wirklich völlig ahnungslos. Was für ein Jammer. Na endlich. Jetzt aber schnell. Wir müssen was unternehmen. Gut. Vielleicht gibt das Rohr nach. Komm, hilf mir. Allein schaffe ich's nicht. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nochmal. Eins, zwei, drei. Leck mich. Dreckiges Asch. Komm her, Wichser. Sehr gut. Nimm die Waffe, jawohl. Kann ich noch einmal Das wollte ich eigentlich nicht. Okay. Mit die kann man meiner Wissens nach lautlos ausschalten. Gut, das war ein Fehler. Macht aber nichts. Die haben wir ja so auch erwischen. Sehr schön. Probier's mal mit dem Joypad hier ein bisschen auch zu spielen. Joe, was ist erledigen? Na komm. Geht aber ziemlich schnell die Lebenspunkte runter. Ja, ich glaube, die kann die drei hier oben hätte man können ausschalten und runterstoßen oder so irgendwie. So, haben wir jetzt irgendeine andere Waffe? Nö, noch nicht. Macht aber nichts. Jetzt ist lustig. Ich wechsle doch wieder zur Maus, glaube ich. Sehr geil. So. Ich bin weg.
Genau, gleich einmal die Waffe. Lass mich leben, bitte. Na komm, bleib stehen. So, müssen wir da rüber wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich die Richtung, wo die alle stehen. Headshot geht am geilsten. Brauchen wir wenigstens Kugeln. Und geht auch am schnellsten. Ach du Scheiße! Oi. Na komm. Was, Tippen auch erledigt? Moon nicht vergessen. Nachdem die alle da gestanden sind, gehen wir gleich einmal weiter. Okay, Sackgasse. Ah, Joe schaut eh, da geht's weiter, genau. Zuerst, ich geb dir Deckung. Noch ein Stock runter. Aber wir sind, glaube ich, relativ hoch. Okay, wir speichern. Was sagt die Zeit? Ja, raus. Schaffen wir es wohl noch in dem Bad. Ach du Scheiße! Eieieiei. Und schon wieder fast rot hier, das ist ja nicht zu fassen. So, ein bisschen auftanken. Ja, okay, viel weiter geht's eh nicht. Den Magnum, wunderbar. Ob die nicht auf den Gang. Eieieiei, da haben wir gleich das. Da macht er gleich hier eine schöne Figur. Ja, schön, dass ich ihn gesetzt. Schön, dass ich ihn gesetzt. Was ist mit Joe? So, dann müssen wir halt da ein bisschen so gehen, ja. Aber wir machen gleich ein paar Stöcke gut hier. Das ist wunderschön. Wunderbar. So, 6 Schuss, genau, in der Trommel. So, jetzt wo ich ziel, jetzt kommt natürlich keiner. Wie gefällt dir das? Ganz gut. Was ist da? Brennen sie sich gegenseitig ab, oder wie? Scheiße, was ist denn jetzt wieder? Ito, komm her. Hier sollte es rausgehen. Ja, ich komm schon. Ah, okay. Da haben wir ein Gewehr. Den haben wir auch. Na komm, steh auf. Mit der Magnum. Den nächsten erledigt. So, das Gewehr. Oi, Deckung! So, ein Scheißdreck, das gibt's ja nicht. Meine Güte. Das geht mir auf die Nerven. Gestorben wieder. Ei. Gut, noch einmal runter. Wo zum Teufel bist du? Hey Jungs, Barbara! Ich glaube, der trifft mich immer, oder? Kann das sein? So, den haben wir auch. Jetzt machen wir das im Schnelldurchlauf. So, Munition haben wir. Wie gefällt dir das? Ganz gut. So, da müssen wir rüber. Mal Deckung, wo ist Joe? Los, ich blas dir dein Hirn raus. Das gibt's ja nicht.
Kommt doch schon durch. Es geht doch nicht in Deckung, es ist ja wirklich... Ich glaube, das war vorher wahrscheinlich auch das Problem. Irgendwie ist es doch nicht in Deckung gegangen, so wie ich das wollte. So, der nächste down, sehr schön. So, irgendwo ist da einer noch in der Nähe. Nee. Komm. Schnell biegt der da ab, bitte. So, jetzt haben wir mal alle hier. Mhm. Ich glaube schon mal wieder einiges an Waffen aufgeladen, das ist gut. Munition voll aufgefüllt. Ja, das passt auch. Sehr schön. Wo geht's hin? Ah, Banates. Sehr nice, sehr nice. Ja. Ah, da geht's runter. Genau. Wir müssen ja primär runter. Sag ich mal mit der MG im Anschlag. Okay, sind wir mal ganz unten, das ist schon mal geil. Es wird auch gespeichert. Oh, wow, 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 wow. Aua. Ja, genau. Leck mich doch am Arsch, das gibt's ja nicht. So, dann bleiben wir mal hier stehen. Wenn wir schon haben, schmeißen wir mal den Nade. Zack. Und einer nach unten. Und Deckung. Können wir da irgendwie rüber gehen? Nein. Da wieder nachladen. Tja, da sind ja noch ein paar. Ach, schon wieder fast tot. Wo stehen die alle? Gar nicht mal so einfach. So, den nächsten erledigt. Das erste Mal leider drauf gegangen. Da kommt er rauf. Ah, da geht's runter. Okay. War da nicht noch einer? Ah, da oben ist er. Den haben wir auch, zwei noch, glaube ich. Das habe ich nicht nötig. Die Offensive ein bisschen... Moon aufsammeln, aber ich glaube, das... Oh Scheiße, ich will nicht sterben. Bitte. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, Kumpel. Müssen wir den jetzt erschießen, oder wie?
Was sagt die? Verlass das Gebäude. Jo. Was sagt ihr? Joe, müssen wir raus oder müssen wir das umnieten? Ich habe keine Ahnung. Also alle unter 18 sollen wegschauen, bitte. Ja, verlassen wir das Gebäude. Okay. Beweg deinen Arsch hier rüber, Vito. Ich glaube, anders ging es gar nicht. Vito, wir haben mich fertig gemacht. Ich glaube, ich... Du schaust so aus. Okay, ich bring dich zu El Greco. Alles klar, und zu El Greco gehen wir denn das nächste Mal. Und vielleicht wird es schon der letzte Part. Wer weiß. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten und vielleicht schon letzten Mal. Schauen wir mal. Bis dann. Ciao, ciao.